der wiegt auch gut was. Wir haben eine Lizenz von Harman Kardon und schaut euch mal diese schönen Farben an im Android TV. Haha, haben wir sie. Hey und somit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Freut mich riesig, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch den Halo vorstellen. Das ist ein LED-Beamer aus dem Hause XJimmy. XJimmy habt ihr hier auf dem Kanal schon mal gesehen, und zwar den MoGo Pro. Das ist quasi der leistungsschwächere oder kleinere Bruder des Halo. Hier jetzt natürlich ein paar Funktionen mehr, etwas leistungsstärker. Um mal so ein bisschen was anzureißen, ein riesen Akku ist verbaut, eine Soundanlage von Harman Kardon und dank Android TV haben wir hier Zugriff auf tausende von Apps. Aber ein paar weitere technische Daten erzähle ich euch jetzt beim Unboxing und dann probieren wir das Teil natürlich das allererste Mal gemeinsam aus. Und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Der Halo ist noch komplett verpackt, wir werden das gleich zusammen auspacken. Ich nenne euch ein paar technischen Daten, meinen Ersteindruck auch zur Verarbeitung, denn das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn das Teil irgendwo im Wohnzimmer steht oder im Arbeitszimmer, wo auch immer. Natürlich hier die Möglichkeit, dank des riesen Akkus, zu dem wir gleich noch kommen, zur Laufzeit und so weiter, können wir das Gerät auch perfekt mitnehmen. Zum Beispiel berufsbedingt, wenn wir irgendwelche Präsentationen vorführen oder vielleicht auch den ein oder anderen Drohnenflug einem Kunden vorführen möchten. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu dem Produkt. Ihr werdet mit dem Rabattcode, der ebenfalls unten platziert ist, 10% Abzug auf dieses Produkt hier erhalten. Und jetzt lasst uns das Teil mal auspacken. Die Folie muss noch entfernt werden. Bisschen ASMR. Nein, Spaß beiseite. Weg damit. So, und jetzt kann das Ganze auch schon geöffnet werden. Oha. Okay, im Vergleich zu dem Kleinen, ich werde gleich beide Produkte mal neben dran halten, ist das schon kein Winzling mehr. Der wiegt auch gut was, aber ui, die Verarbeitungsqualität. Zum einen haben wir hier so ein FAQ-Beilegeblatt, sage ich jetzt mal, wo auf Fragen und Antworten eingegangen wird, das Ganze auf Englisch. Und wir haben hier eine Registrierungs-, Aktivierungs- und Garantiekarte, sage ich jetzt mal. Was wohl hier drin sein wird? Das Netzteil, deswegen wiegt dieses Ding auch was. Da ist aber noch anderes Zeugs. Uiuiui. Und ja, ich wollte schon sagen, da muss doch noch eine Fernbedienung beiliegen. War ja bei dem MoGo Pro auch so. Eine Bedienungsanleitung, die tun wir jetzt weg, denn das System ist relativ selbsterklärend. Wir haben hier unterschiedlichste Stromkabel, um den Beamer zum Beispiel auch im Ausland benutzen zu können. Aber natürlich, was viel wichtiger ist, hier in Deutschland können wir das Ganze auch problemlos betreiben. So sieht das Netzteil aus. Und jetzt haltet euch fest, bevor wir uns die Fernbedienung anschauen, möchte ich etwas zum verbauten Akku des Halo sagen und zur Laufzeit. Denn der verbaute Akku ist kein Winzling. Jetzt überlegt mal, in einem Smartphone haben wir zwischen 3000 bis 4000 mAh Kapazität und im Halo sind es einfach mal 17.100 mAh. Und mit diesem verbauten Akku sollen wir bis zu 4 Stunden ohne Stromstecker auskommen. Aber natürlich sollte uns bewusst sein, dann wird der Beamer auch die Helligkeit etwas runterdrehen, um auf diese Laufzeit zu kommen. Wenn das Ding in der Praxis wirklich auf 4 Stunden kommt, Hut ab, keine schlechte Leistung. Gut, eine Trilogie werden wir nicht sehen können, aber zwei Filme am Stück, wieso nicht? Lösen wir mal die Fernsteuerung von dieser milchigen Folie. So. Das war jetzt keine Absicht. Und wie ich schon damals zur Fernsteuerung sagte, das Design spricht mich an. Es ist eine wirklich schick designte Steuerung. Hier kommen die Batterien rein. Ich hätte mir lediglich gewünscht, dass das Ding vielleicht aus einem gefrästen Aluminium wäre. Das würde natürlich nochmal einen ganz anderen Eindruck machen. Aber hier bitte nicht falsch verstehen, das Ding ist gut verarbeitet. Es ist ein wertiges Plastik. Es wäre punktetechnisch noch ein bisschen besser, wenn das Ganze, wie gesagt, aus einem
Aluminium gefertigt wäre. Ansonsten hier die Druckknöpfchen, alles in Ordnung. Wir können hier drüber das ganze Teil steuern. Dieser Knopf verrät uns schon, dass in dem Halo selbst ein Chromecast verbaut ist. Das ist cool. Das heißt, wir können den Beamer in unser smartes Netzwerk zu Hause integrieren und wenn wir dieses Knöpfchen drücken und sagen leiser oder lauter, dann funktioniert das Ganze anhand der Sprachsteuerung des Chromecast. Mit der Steuerung selbst wollte ich mich jetzt aber nicht allzu lange aufhalten. Lass uns lieber zum Beamer übergehen, denn der ist deutlich interessanter, auch die Farbe hier mit diesem Space Gray, das sieht schon sehr schick aus. Deswegen holen wir den mal ran hier. Und bevor ich meinen Senf zum Design abgebe, sollten wir zunächst mal diese Folie hier entfernen. Puh. Also die Oberseite ist schwarz gehalten und wie eben schon gesagt, die seitlichen Elemente, die aus einem Aluminium gefertigt sind, wenn jetzt noch die Steuerung genau aus dem Material wäre, wie geil wäre das denn? Das Ding hier ist in so einem Space Gray gehalten, finde ich super schick. Vom Design her auch an den kleinen Bruder hier, den Mogo Pro angelehnt. Und schon beim ersten Video damals haben einige gesagt, das Teil hat irgendwie ein bisschen Ähnlichkeit mit Sonos vom Design her. Und ja, nachdem ihr das geschrieben habt, muss ich sagen, stimmt, irgendwo ist die Ähnlichkeit da. Um es mal ganz kurz größentechnisch zu zeigen, der Mogo Pro. Hier der kleine, der in der Helligkeit nicht so stark ist, eine kleinere Akkulaufzeit hat und das Bild auf maximal 100 Zoll projizieren kann. Hier können wir bis zu 300 Zoll große Bilder an die Wand werfen. Also schon ordentlich nochmal gesteigert in der Leistung. Wir haben eine Lizenz von Harman Kardon und natürlich auch die passende Soundanlage hier drin. Und auch schon der kleine Winzling, den ich eben in die Kamera gehalten habe, hat für einen Beamer vergleichsweise einen guten Klang. Nicht dieses Kratzige, bei dem kein einziges Bässchen rüberkommt, das ist schon in Ordnung für die Größe. Umso gespannter bin ich, wie das hier bei dem Teil ist. Auf der Oberseite haben wir nicht nur das Xtreme-Logo, sondern auch eine Status-LED sowie Bedienknöpfchen, ja, leiser, lauter, Play und Pause. Aber das meiste steuert man ja dann über die Fernsteuerung. Auf der Rückseite, die ebenfalls in diesem Schwarz gehalten ist, ja, wir haben hier den Anschluss für unser Netzteil, Kopfhörer oder dann auch eine Musikanlage können wir anschließen. Ein HDMI-Eingang, ein vollwertiger, was ich super cool finde, obwohl ihr diese ganze Konnektivität habt mit Android TV, Google Chromecast. Man könnte sogar ein Gamepad über Bluetooth hier dran koppeln, denn man kann hier drauf auf Spiele spielen, aber dazu gleich auch nochmal mehr. Ansonsten noch eine USB 2.0 Schnittstelle, der Powerknopf zum Ein- und Ausschalten und auf der Unterseite haben wir diesen gummierten Ring, damit das Teil auch wirklich, oh, hier wackelt jetzt alles, standfest ist. Um mal einen negativen Punkt zu erwähnen, den ich ja schon beim Mogo Pro erwähnt hatte, man kann hier nichts einstellen in der Höhe. Das heißt, wenn wir einen Winkel einstellen möchten, das funktioniert am Beamer selbst nicht. Dafür haben wir hier ein Gewinde, um das Teil zum Beispiel an einem Stativ anzubringen mit Kugelgelenk oder ähnlichem. Xtreme bietet da auch passendes Zubehör an. Das ist so ein kleines Dreibein-Stativ. Dann kann man hier auch das Teil neigen, wie es passt, je nachdem, wo man es anbringen möchte. Wenn wir uns die Front, wo die Beamer-Einheit selbst sitzt, also genauer anschauen, sehen wir zum einen diesen Sensor hier und hier steht Autofokus drauf. Stellen wir es ein bisschen näher an die Leinwand, die weiße Wand im Wohnzimmer, wo auch immer ran, dann stellt sich die Schärfe von alleine ein. Wir haben hier natürlich auch eine automatische Trapezkorrektur. Sollte das Teil eine Schieflage irgendwie haben, wird es automatisch dann in der Höhe und auch in der Breite sogar ausgerichtet. Um jetzt mal zum Herzstück dieses Produktes zu kommen, das ist diese LED-Einheit. Und wie man es von LED-Beamern her kennt, haben wir hier eine Lebensdauer von etwa 30.000 Stunden. Also das heißt, das Ding ist ein paar Jährchen im Betrieb, bevor man irgendwelche Probleme erwarten kann. Ich habe schon erwähnt, bis zu 300 Zoll groß kann das Bild an die Wand geworfen werden. Die Auflösung, die wir hier an die Wand werfen, ist Full HD, aber das ist ein echtes Full HD. Da ist nichts interpoliert. Also da können wir schon auch ein gutes Bild erwarten. Und wenn wir jetzt ein Wiedergabegerät haben, welches zum Beispiel in 4K wiedergibt, irgendein Blu-ray Player, den wir über HDMI hier angeschlossen haben oder ein Notebook, wie auch immer, können wir dann das Ganze auch verarbeiten. Das heißt, 4K Signale können hier rein und werden dann in Full HD an die Wand in bis zu 300 Zoll geworfen. Bei dem kleinen Mogo Pro waren es ebenfalls Full HD, aber nur bis 100 Zoll. Und auch in der Helligkeit ist der Halo stärker. Die Angabe hier sind 800 Ansilumen. Bei dem kleinen sind es gerade mal 300 Ansilumen. Also hier auch nochmal deutlich leuchtstärker. Aber probieren wir das Ganze einfach mal aus. Und bevor wir das machen, möchte ich auch nochmal erzählen, warum das mit dem Gamepad so interessant ist. Ich habe gesagt, über Bluetooth kann man das Ganze verbinden. Klar, Wi-Fi ist natürlich auch ein Gerät, sonst könnte man nicht diese ganzen Android-TV-Geschichten nutzen. Wir haben hier eine kleine
kleine Recheneinheit verbaut, ähnlich wie in einem Smart TV mit 2 GB RAM, 16 GB internem Speicher, und darauf können wir natürlich auch aus dem Android TV Store Spiele installieren und mit dem gekoppelten Gamepad auch zocken. Und das ist so erstmal der technische Eindruck, rein optische Bombe. Natürlich bin ich jetzt gespannt, wie die Lüfterlautstärke ist, wie das Bild ist und so weiter. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. If I'm anything, I'm real. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. Nigga, fuck the way you feel. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. And it is what it is. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. I wanted this as 18, plotting on my daydream. Toss me on a stage until money ain't a thing. But in a safer on its way, bitch, been held down the pavement. I'm just trying to navigate the maze. Fuck the way, drip the pages, spit the ages. Nach ein paar schönen Schmuckaufnahmen geht es nun an die Bildqualität des X-Jimmy Halos. Ihr seht, dass ihr gerade nichts seht, denn ich habe es hier schön dunkel gemacht. Auf der Cam sieht es im Endeffekt dunkler aus, als es wirklich ist. Also da kommt noch hinten Licht rein. Es ist aber auch schon eine Abendstimmung. Wir haben jetzt 9 Uhr. Ich habe hier auf der rechten Seite die Rollos runtergemacht. Ich werde jetzt den Beamer über die Fernsteuerung anmachen. Dazu einfach ganz lange den Power-Button gedrückt. Und dann geht es auch schon los und wir kriegen ein richtig schönes Bild angezeigt. Schaut mal, wie hell das Ganze ist. Ihr müsst überlegen, ich filme das hier mit einer Kamera ab. Verzeiht mir, wenn ihr ab und zu ein paar Streifen übers Bild laufen seht. Das liegt am Abfilmen. Und schaut euch mal diese schönen Farben an im Android TV Logo. Hier ganz gut zu sehen, dass der Halo jetzt automatisch den Fokus einstellt. Und wie man jetzt hier in dem Startmenü sehen kann, hat es auch wunderbar funktioniert, denn die Schärfe ist da. Ich habe den Halo schon mal voreingerichtet. Ich wollte euch das Ganze ersparen. Im Grunde habe ich das Ganze mit meinem Android-Konto verknüpft, habe mein Heimnetzwerk hinzugefügt, damit das Gerät übers Wi-Fi natürlich auch die Internetverbindung bekommt. Und dann gab es auch schon ein Firmware-Update. Natürlich will ich jetzt nicht zu tiefgründig hier in die Benutzeroberfläche eintauchen, denn wir wollen ja die Audio- und Videoqualität bewerten. Bin schon auf die Harman Kardon-Anlage gespannt. Bevor ich mich zu dem Bild, das wir gerade sehen, äußere, möchte ich hier erwähnen, dass die Lautstärke der Kühlung sehr angenehm ist. Man nimmt natürlich ein Lüftergeräusch wahr, aber es ist jetzt nicht schlimm, meiner Meinung nach. Ich gehe mal ganz nah ran mit meinem Lavalier-Mikrofon an den X-Jimmy Halo. So, schaut mal, das ist wirklich, wirklich angenehm. Und jetzt zurück zu dem, was wir sehen. Hier wird das Ganze gerade in 150 Zoll etwa an die Leinwand geworfen. Und für mich macht alles einen scharfen Eindruck. An dieser Stelle möchte ich das Video ganz kurz unterbrechen. Wenn ich schon von den 150 Zoll rede, möchte ich euch natürlich auch zeigen, dass es wirklich der Fall ist. Ich habe jetzt hier mal die Rollos etwas hochgemacht und Licht reingelassen. Und ihr seht, das ist wirklich eine große Leinwand. Das ist jetzt keine professionelle. Aber nichtsdestotrotz kann man hier ein besseres Bild bekommen. Man kann es besser bewerten, als wenn ich es jetzt irgendwo an eine Raufasertapete geworfen hätte. Der Beamer selbst steht hier auf meinem Couchtisch. Das sind circa 2 bis 3 Meter Entfernung zur Leinwand hin, um die besagten 150 Zoll Bilddiagonale zu erreichen. Und jetzt weiter im Programm. Was für mich super wichtig ist, ist, dass die Schärfe nicht nur im Mittelpunkt liegt, sondern auch die Ränder mit abdeckt. Und wenn man sich jetzt unten links das YouTube-Icon anguckt oder oben rechts die Uhrzeit, alles ist gleich scharf. Ja, man kann direkt bei Google Filme kaufen und so weiter. Hier unten werden schon ein paar Apps vorgeschlagen, wie Disney Plus. Bei Join kann man Fernsehen gucken. Also man hat hier schon eine große Auswahl. Alles simpel aufgebaut, funktioniert schnell. Hier hängt auch nichts, was natürlich auch super wichtig ist. Spiele Reveal Rabbit auf YouTube. Reveal Rabbit wird von YouTube wiedergegeben. Aha, ich danke dir. Nachdem wir eben die Kerndaten für diese Flugmission, Geschwindigkeit, Höhe und so weiter... Er hat jetzt direkt von alleine das letzte hochgeladene Video auf meinem YouTube-Kanal angefangen abzuspielen. Aber ich möchte euch mal den Anfang von dem Video hier zeigen, denn da gibt es auch chillige Musik und schöne Aufnahmen, zu denen ich mich, wie gesagt, äußern möchte. Ja, lasst mal reinschauen. Erstmal hinhören, ja, auf den Klang. Ich werde es beschreiben natürlich, weil es nicht 1:1 bei euch rüberkommt. Auf Play gegangen. Lauter noch. Ja,
somit ganz herzlich willkommen. Okay, ich lass mal dieses Standbild. Ist irgendwie angenehmer wie das eben. Ich habe das Gefühl, der X-Jimmy Halo ist vom Klang her noch mal ein bisschen lauter, hat noch mal ein paar Bässe mehr wie der Mogo Pro. Die Höhen sind schön. Natürlich geht noch mehr. Man könnte noch mehr Wumms bekommen. Aber stellt euch mal vor, wenn das Ding Bässe raushaut und dann vibriert. Ich weiß nicht, ob sich das am Bild dann irgendwie widerspiegelt, wenn die Box da am Rumtanzen ist. Versteht ihr, was ich meine? Das Bild. Ihr seht das gerade hier im Standbild. Ich hoffe, er filmt es genauso gut ab, wie ich es hier sehe. Es ist schön scharf, die Farben sind richtig schön. Gerade hier zum Beispiel, der Hautton kommt gesund rüber. Ich sehe nicht aus wie ein Zombie. Auch das Rot im Hintergrund, die Farbverläufe, das sieht alles richtig schick aus. Auch bei dem Grün, was natürlich auch nicht ganz unwichtig ist. Diese Stelle habe ich gesucht. Lasst mich mal ganz kurz das Menü wegklicken. Schaut euch mal bitte diesen richtig schönen Grünton an. Die Verläufe in dieser Metalloberfläche. Das sieht alles wertig aus. Ich kann mit meinem bloßen Auge jetzt auf der Entfernung, wie weit sitze ich, ungefähr 4 bis 5 Meter von der 150 Zoll großen Leinwand weg und kann von hier aus keinen Pixel mehr erkennen. Mit dem X-Jimmy Halo kann man problemlos Filme schauen. Also wirklich auch in einer guten Qualität. Wir haben hier viele helle Anteile und diese werden auch gut dargestellt. Ton und Video sprechen mich hier an. Ich schließe mal schnell eine Xbox One S dran und starte ein Game. Okay, ich habe jetzt die Xbox über ein HDMI-Kabel verbunden. Sobald diese eingeschaltet worden ist, wurde natürlich eine neue Eingabequelle erkannt. Und man konnte automatisch drauf wechseln. Normalerweise spiele ich Overwatch auf dem PC, deswegen bin ich hier auch erst Rang 6. Okay, spielen. Wir haben hier den Lichteinfall von oben. Das sieht cool aus. Dann gehen wir so ein bisschen runter, wo Schatten zu sehen sind. Okay, das ist das. Ja, ja, komm Tracer, dich kriege ich noch. Lass mal das Geschütz ein bisschen arbeiten. Wir müssen jetzt quasi die Load begleiten, diesen LKW hier. Okay. Geschütz ein bisschen umpositionieren. Achtung, Scharfschütze oben. Ja, haben wir sie. Also, was man sagen kann, man erkennt alles. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das Bild extrem nachhängt, dass man nicht zocken könnte oder sowas. Dass ich jetzt nicht so gut spiele, liegt auch eher am Controller, wie schon gesagt. Aber ein paar Kills können wir trotzdem machen, ne? Komm, 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 komm raus, komm raus, komm raus. Es. Hier ein paar Details, jetzt solange es ruhiger ist. Ein bisschen habe ich das Gefühl, auch eben im Menü, dass das Bild leicht geschärft wirkt. Also, dass man da so ein bisschen nachträglich noch nachhilft. Es ist jetzt nicht unangenehm, aber es macht so ein bisschen den Eindruck, als wäre das so. So, jetzt hier natürlich noch mal ein bisschen mehr Helligkeit. Kann man das Ganze noch besser zeigen. Yes. Wenn jetzt noch einer hier wäre, der uns heilen würde. Ha? Den letzten Meter kriegen wir es hin. Die müssten jetzt alle ihre Ults zünden, um uns hier noch auszubremsen. Ja, Freunde. Erste Runde gewonnen. Jetzt habe ich mich so ein bisschen fast mehr aufs Zocken konzentriert, als auf das Kommentieren von dem Bild, welches ich euch vorführen wollte. Aber man will ja irgendwo dann auch nicht verlieren. Auch das Spielen war kein Problem. Natürlich lag es jetzt eher an der Steuerung, dass ich vielleicht kein so cooles Gameplay hier präsentieren konnte. Aber mit dem Spieletitel kriegt man ein paar schöne Farben und Details, die man präsentieren kann. Und hier macht alles einen guten Eindruck. Natürlich würde ich das Gerät eher zum Filme schauen benutzen. Zocken geht. Da ist natürlich ein Gaming-Monitor oder ein Fernseher, der eine deutlich kürzere Reaktionszeit hat und vielleicht auch noch mehr Qualität rausballern kann, die bessere Wahl. Audio passt. Also, ich bin mit dem, was gerade auf die Leinwand projiziert wird, zufrieden. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao.